Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute mal wieder eine ganz aktuelle Nähanleitung und zwar mal wieder eine Maske. Wer den Kanal noch nicht kennt, ich bin die Christine und hier gibt es einfache Nähanleitungen und Tipps und Tricks rund um das Thema Nähen. Wenn noch nicht geschehen, dann solltet ihr auch den Kanal abonnieren, um in Zukunft keine Updates zu verpassen. Für alle die, die momentan kein Gummiband haben und eine Maske mit Bändern nähen möchten, die können diese gerne mit mir arbeiten. Die ist ganz leicht zu nähen. Wir haben einen Außenstoff, einen Innenstoff, dann wird die Maske in Falten gelegt und oben kann, wer möchte, sich einen Draht einnähen. Den Draht, den habe ich so eingenäht, wo ist die Öffnung? Hier auf der Seite, dass man den Draht auch rausnehmen kann. Also wenn ihr keinen rostfreien Draht gerade habt und ihr möchtet trotzdem Draht verarbeiten, dann könnt ihr das so machen, wie ich das gemacht habe. Ja, dann haben wir hier noch diese Bänder, wo man dann die Maske mit einer Schleife am Kopf befestigen kann. Ja, ich würde sagen, ich wäre soweit. Kommt mit an meinen Zuschneidetisch. Ich zeige euch, wie wir alles zuschneiden und wie wir die Maske nähen. Für die Maske braucht ihr 2 Stücke Stoff. Jeweils in 19×19, einmal den Außenstoff, einmal den Innenstoff. Ich habe mir beide Stoffe wie immer mit der Schneidematte und dem Rollschneider zugeschnitten, weil ich so einfach am schnellsten bin. Dann brauchen wir Bänder für die Seite. Da habe ich mir jeweils 2 Stoffstreifen in 4,5 cm Breite mal 1,10 cm Länge zugeschnitten. Ich habe mir das jetzt bewusst ein bisschen länger zugeschnitten, als ich das eventuell brauche und werde das nachher auf das richtige Maß justieren. Diese Bänder habe ich bereits durch so einen Schrägbandformer laufen lassen und gebügelt, indem man einfach zweimal die Kanten nach innen einschlägt und nochmal hier überbügelt. Mit so einem Schrägbandformer ist man da recht schnell unterwegs. Also 2 Stücke davon. Ja, ansonsten habe ich das übliche Material bereitlegen, ein paar Stecknadeln, Wonderclips, Draht zum Einnähen, dann natürlich ein paar Scheren zum Faden abschneiden, mein Nahttrenner ist immer in der Nähe, etwas zum Markieren. Dann lasst uns mal starten und zwar legen wir die Stoffe beide rechts auf rechts, dass die schöne Stoffseite jeweils innen liegt. Und nähen uns jeweils oben und unten eine Naht mit 1 cm Nahtzugabe. Wer sich Draht einnähen möchte und den Draht auch vor dem Waschen entfernen möchte, für den lohnt es sich dann, die Naht nicht komplett zu schließen, sondern eine Öffnung zu lassen. Ich markiere mir dabei circa bei 4 cm einen Punkt, circa 1 cm breit. Und nähe dann das erste Stück, verriegle hier, lasse dieses Stück offen und nähe dann das nächste Stück zu, sodass wir nachher durch diese Öffnung hier den Draht rausnehmen können. Also jetzt erstmal oben und unten die Naht schließen. So sieht das genäht aus. Hier haben wir jetzt diese kleine Öffnung. Entweder bügelt ihr euch die Nähte auseinander oder ihr presst das mit den Fingern so ein bisschen platt. Dann legt sich das gleich schöner in die Kante. Die Maske rumdrehen und schön flach bügeln. Als nächstes wird oben Füßchen breit und unten knappkantig abgesteppt. Wenn ich das gemacht habe, kann ich hier oben mir die Öffnung suchen. Hier ist sie. Und dort den Draht, den habe ich diesmal auf 13 cm und die Enden so als kleine Schlaufe umgebogen. Kann mir das nehmen und hier so reinstecken. Und damit wäre dieser Teil dann fertig. Wer möchte, kann sich jeweils an der Seite circa 3 cm von der Kante entfernt nochmal eine Sicherungsnaht machen, damit der Draht nicht so hin und her rutschen kann. Das ist ein optionaler Schritt. So sieht das dann aus. Fädchen alle abschneiden. So, wunderbar. Jetzt kann die Maske auch schon in Falten gelegt werden. Dazu bügele ich mir das einmal in die Hälfte. Das hier ist die obere Kante mit dem Draht. Dann klappen wir uns jeweils die beiden Kanten nach innen an die erste gebügelte Kante.
einmal, zweimal, sodass wir hier so ein kleines Bäckchen haben. Dann lege ich mir die Maske wieder so hin, dass die obere Kante mit dem Draht zu mir zeigt und lege die Maske jetzt in Falten. Ich klipse das immer so circa einen Zentimeter zusammen und mache das immer so, dass die Falten nach unten zeigen. Fixiere mir das hier an den Seiten jeweils mit Wonderclips und falte mir das so, bisschen auch nach Augenmaß, wie gesagt, immer ungefähr einen Zentimeter hier, sodass ich anschließend hier auf eine Höhe von 9 cm komme. Das sollte auf beiden Seiten auch gleich hoch sein. So, das sieht gut aus. Und jetzt steppe ich an beiden Seiten, knappkantig die Falten fest, damit die ein bisschen Halt haben. Ihr könnt das mit einem Geradstich machen oder auch, wenn ihr möchtet, mit einem Zickzackstich. Wenn man gegen die Falten näht, dann kann man sich das Füßchen immer noch mal so ein bisschen anheben und die Falten nach oben schieben, dass die sich nicht nach unten drücken. Ebenfalls kann man hier, wenn man jetzt eine Ahle hat oder ähnliches, ich nehme jetzt alternativ hier diese Schere, kann ich mir das so ein bisschen hier drunter halten. Also nicht die Schere unter das Füßchen führen, das wäre natürlich nicht gut, aber einfach so ein bisschen das, was ich mit den Fingern nicht schaffe, hiermit unterstützen. So sieht das dann aus. Hier kommt es jetzt nicht so super darauf an, dass die Naht perfekt gerade ist, weil die ist eh gleich von dem Band verdeckt. Als nächstes nehmen wir uns unser Band. Wenn ihr das Band faltet, könnt ihr das natürlich einfach in der Mitte einklappen, drüber bügeln, so wie ich das hier gemacht habe. Ich mache das nochmal vor und dann jeweils nochmal zur Mitte einschlagen und fixieren. So, hier ebenso, am Ende nochmal einklappen und das Ganze so fortlaufend bügeln. Eine andere Methode ist es, wenn man einen Schrägbandformer verwendet. Dafür nimmt man das Band und schiebt das hier in diese Öffnung rein. Am besten geht das, wenn man sich das ein bisschen abschrägt, hier reinlegen und dann mit einer Ahle oder einem anderen spitzen Gegenstand hier durchführen. Man kann das auch einfach mit den Fingern hier so durchdrücken oder mit einem Gegenstand hier so durchschieben. Dann kommt das hier so raus. Und dann können wir, dann wird das auch von diesem Schrägbandformer gefaltet und wir können uns das dann einfach so direkt, wie das da rauskommt, bügeln, sodass diese beiden Kanten direkt hier in der Mitte liegen. Das vereinfacht dieses Arbeiten ungemein. Man ist damit wirklich schnell. Dann hat man so die ersten beiden Kanten gebügelt, klappt sich das hier nochmal ein, bügelt nochmal drüber und das für das ganze Band. Ich habe dann als nächstes das Band mir so vorbereitet, dass ich mir das insgesamt auf 1,5 Meter zurechtgeschnitten. Ich habe also die schrägen Kanten gerade abgeschnitten und mir dann das Band auf 1,5 Meter ausgemessen. Und dann bin ich hingegangen und habe mir jeweils hier 1 cm nach innen geklappt, einmal gebügelt und mir so ein kleines Päckchen hier am Ende gemacht, drüber gebügelt, sodass das Band am Ende einen schönen Abschluss hat. So, das kann man festklipsen. Das mache ich von beiden Seiten in ein paar Abständen. Wer die Hilfe braucht, wer die Hilfe nicht braucht, der kann das einfach so durch die Maschine durchlaufen lassen. Das geht natürlich auch. Da messen wir uns bei dem Band exakt die Hälfte, machen uns eine Markierung an beiden Bändern natürlich und markieren uns jeweils hier an der Maske bei 4,5 auch jeweils die Mitte.
Als nächstes wird dann Mitte auf Mitte gelegt und die Maske genau an diese vorgebügelte Bruchkante eingeschoben und festgeklipst. Jetzt haben wir hier so ein kleines schönes Päckchen. Die Kante liegt genau hier in dieser Bruchkante. Alles schön fixieren, dass nichts weglaufen kann. Und das mache ich jetzt auf beiden Seiten. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt müssen wir nur noch die Bänder schließen. Einmal von oben nach unten durchnähen und hier an der Stelle die Maske mitfassen, bis wir dann am anderen Ende des Bandes wieder auskommen. Jetzt legt ihr das so hin und fangt am besten ein paar Stiche im Band anzunähen, weil hier am Anfang neigen die Maschinen dazu, weil das hier alles so wenig Stoff ist, den Stoff in die Nähmaschine reinzustecken. Ich nähe hier ein paar Stiche zurück und halte mir dann, wenn ich nach vorne nähe, die beiden Fäden schön fest, sodass ich hier ein bisschen Gegendruck ausüben kann und schön über die Stelle hinwegkomme. Anschließend kann ich jetzt einfach das Band durchlaufen lassen. Schön knappkantig nähen. Immer gucken, dass die Kanten aufeinander bleiben. Und dann können wir hier, wenn wir jetzt im Bereich der Maske sind, schön gucken, dass das immer an Ort und Stelle liegen bleibt und einfach weiter. So, fertig ist auch schon die Maske. Wir haben beide Bänder schön angenäht. Wir können nochmal hier überbügeln, dass die Markierungen verschwinden. Und haben uns auch wieder im 0, nichts eine hübsche Maske genäht. So, da ist sie. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Und ihr habt jetzt ein weiteres Modell, was ihr nachnähen könnt. Wahrscheinlich werden wir noch ein bisschen länger mit dieser Maskentragepflicht konfrontiert sein. Und man möchte vielleicht auch ein paar unterschiedliche Masken einfach mal haben. In unterschiedlichen Stoffen, unterschiedlichen Designs, unterschiedlichen Schnitten, was auch immer. Wenn euch die Anleitung gefallen hat, ich freue mich immer über einen Daumen hoch von euch. Hinterlasst mir jederzeit einen Kommentar unten in der Box. Ihr wisst, ich freue mich immer von euch zu hören. Und abonniert am besten den Kanal, um in Zukunft auch auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen, egal ob ihr jetzt Masken näht oder andere Sachen näht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das Nähen wirklich ein wundervolles Hobby ist, was tatsächlich auch wirklich süchtig macht. Gerade diese wunderschönen bunten Stoff und alles, was man so Schönes daraus zaubern kann. Ja, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst.